Eigentlich hätte der Motor Potenzial auf mehrere hunderttausend Kilometer gehabt. Oh, bist du des Geistes? Ja, das Emblem, da klicken die schon weg. Das war gerade dämlich auf mich geschossen. Guten Tag, meine Freunde, und willkommen zu einem erneuten Video von mir zu unserem Bulli. Das soll so ein kleines zwischengeschobenes Video werden einfach. Wir werden hier in dem Video nicht viel reißen, nur ein paar Infos für euch. Info Nummer 1, das Video wird hier am Sonntag früh veröffentlicht. Falls ihr das Video heute am... Was ist für ein Datum, Babe? Der Sonntag, der 6. Der 6. Carina natürlich wieder hinter der Kamera, um die geht es jetzt nämlich auch. Nicht in dem Video, sondern jetzt in der ersten Info. Carina macht am 6. Dezember heute, am Sonntag, um 19 Uhr ihren allerersten Livestream. Da geht es weniger um Autos, sondern eher um Gaming, Call of Duty und GTA eventuell. Sie ist gerade voll auf dem Call of Duty Trip. Wir haben da einen kleinen Deal ausgehandelt, dass, wenn sie mit Livestreams anfängt, etwas bekommt. Falls ihr Zeit habt oder das Video noch rechtzeitig seht, fragt uns im Stream, was das für ein Deal, für ein bestimmter Deal war. Heute soll das Ganze sich um unseren Bulli handeln. Das hier, wir sind ja eigentlich hier Mercedes CL-Film und so, aber jetzt VW Bulli, da denkt ihr erstmal, passt in erster Linie nicht ins Bild. Aber das ist der Bulli von meinem Vater, der mir schon so die ein oder andere kleine Tour und das ein oder andere Auto abgeholt hat. Zum Beispiel meinen ersten Unfaller CL habe ich damit geholt, den zweiten CL, den Schlachter, habe ich mit dem Bulli abgeholt. Noch sehr, sehr geile Erfahrungen. Zweimal mit dem Bulli in Köln gewesen. Einmal davon hinten eine Matratze reingeschmissen mit meiner Frau Carina, beziehungsweise meine Frau überrascht. Und dann haben wir 2 Tage hier im Bulli gepennt, in Köln in der Innenstadt. Absolut richtig geil gewesen. Richtig, richtig geile Erfahrungen gehabt. Und der ganze Spaß hat jetzt kein Clickbait, einen Motorschaden. Das ist der 2 Liter Diesel 4Motion. 180, 183 PS oder so? Keine Ahnung, ihr wisst, bei VW bin ich komplett raus. Und die Motoren sind, ja, nicht so geil. Ich habe mich nur ganz, ganz oberflächlich damit beschäftigt, aber das sind wohl Biturbo-Motoren, beziehungsweise irgendwas, Registeraufladung habe ich neulich gehört, soll das wohl sein. Und 2 Liter Dieselmotor und ab 140.000 Kilometern sagen die VW-Experten euch, okay, der Motor ist platt. Und das ist wirklich, wirklich schlimm. Wir hatten mehrere Probleme mit dem Motor. Der hat Öl gefressen wie bescheuert. Der hat absolut immer an der Ampel aus der Motorhaube raus gestunken und im Innenraum wurde die dann fast vergast. Ganz, ganz wilde Aktion. Und sonst ein Top-Auto, ne? Aber ja. Jetzt hat der ganze Kollege 140.000 Kilometer gelaufen. Extremes Langstreckenauto gewesen. Ja, Mutti, die paar Mal zum Fitnessstudio, die war vielleicht nicht so eine Strecke. Aber extrem gut behandelt. Eigentlich hätte der Motor Potenzial auf mehrere hunderttausend Kilometer gehabt. Und jetzt, da er so viel Ölverlust gehabt hat, haben wir ihn in die Werkstatt geschickt. Und hier unser guter Kollege, der hier mit mir in der Werkstatt immer rumfuchtelt, hat hier Turbolader ausgebaut. Dann hieß es erst Turboladerschaden. Turbolader wird neu gemacht. Komm mal mit rum, wir müssen mal das Video ein bisschen interaktiver hier gestalten. Hieß es erst Turbolader wird neu gemacht. Dann hieß es, okay, wie viel hat denn der Motor gelaufen? 140.000. Und auf einmal kommen die ganzen Mechaniker an, die sagen, Motorschaden. Dann wollten wir jetzt erst noch Kompression messen an dem Auto, um wirklich mal zu gucken, ob es denn ein Motorschaden ist. Hieß es, oh, Kompressionsdruckprüfung macht keine Aussage, ob der Motor jetzt kaputt ist oder nicht. Und ja, das ist also für mich unvorstellbar. Ich habe es vorhin schon gesagt, 2 Liter Dieselmotor, 140.000 gelaufen, Motorschaden. What? Die ganzen anderen Werkstätten hier um der Umgebung, überall mindestens 2 solche Dinge auf dem Hof, wo der komplette Motor auch getauscht wird. Komm mal hier rum, mein Schatz. Schon wieder laufe ich hier gegen, im letzten Video auch schon. Ja, absolut, absolut geiles Auto. Nur wegen diesem Auto will ich auch eigentlich irgendwie einen Bulli oder sowas kaufen. T5 ein bisschen zu teuer. Wahrscheinlich T4. Aber was ich mit dem Ding schon an Teile gefahren habe, damals meine Audi A5 Teile frisch lackiert, da bin ich um die Kurven ganz zärtlich gefahren, damit meine frisch lackierten Teile da hinten nicht durch die Gegend fliegen. Also so geile, viele Erfahrungen mit dem Auto gemacht und jetzt hat der Kollege einfach einen Motorschaden.
Jetzt ist die Frage, was tun? Wir können hier mal reingucken. Ich weiß gar nicht, was der Wolfgang hier alles gemacht hat jetzt bis jetzt. So, aber wir gehen erstmal hier. Das heißt, wenn die Karre jetzt innerhalb der nächsten Woche auf der Hebebühne ist, komm mit, mein Schatz, kann ich absolut nicht auf der Hebebühne. Da steht der Bulli drauf, hier steht schon seit Wochen dieser Jetta drauf. Hier, die ganze Werkstatt voll. Und hier haben wir jetzt einen kleinen Leckerbissen. Und zwar ist das hier, der ist ja komplett ohne alle Anbauteile. Das wusste ich ja gar nicht. Der scheint wohl echt neu zu sein, ne? Der scheint ja nicht mal general überholt zu sein. Ich krieg den Deckel nicht auf. Ich schwöre dir, ich krieg den Deckel nicht auf. Oh, bist du des Geistes. Der scheint ja... Nee, ich glaube, der ist wirklich neu. Der ist ja nicht mal general überholt. Aber ich kenne mich damit auch nicht so gut aus. Ich habe jetzt noch nie einen Motor irgendwie neu gekauft oder ähnliches. So, und Junge, ich sehe gerade, der ist komplett ohne Anbauteile. Junge, das wird ja absolut der Krampf. Naja, und das ist eben unser neuer Motor für unseren Bulli. Wie gesagt, da der Bulli so ein bisschen schon Bestandteil des Kanals ist, weil wir damit eben so viele Touren gemacht haben, meine CLs halt geholt, wollte ich das hier mal so zwischenschieben. Und mal wirklich auf YouTube ein echtes Video bringen mit Motorschaden und nicht immer Motorschaden und dann... Mir fällt gerade kein Beispiel ein. Ich werde nächste Woche mit Wolfgang diesen Motor hier da einbauen. Da ich gerade sehe, dass der gar keine Anbauteile hat, wird das doch ein bisschen mehr Action, wie ich dachte. Überlegung ist, ob wir komplettes Frontend abnehmen, aber ich denke, wir werden das relativ safe über die Achse machen, da muss zwar die Achse vermessen werden, dann passen aber wenigstens vorne deine Spaltmaße noch alle, weil du nicht die ganze Karre vorne auseinandergepflückt hast. Ja, so viel zu einem kleinen Update zu unserem Bulli. Was sind wir auf Aufnahmezeit, Baby? 8:30. 8:30, oh komm, da geht noch ein bisschen. Was hängt denn hier dran? Achtung, nach dem Verbau dieses Motors ist sicherzustellen, dass sich auf dem Motorsteuergeräte die aktuelle Software befindet. Nach einer Ölverbrennung muss dringend... Ja. Viele, viele Erfahrungen, die ich hier dran sammeln werde. Mal so einen kompletten Motor umzubauen. Darüber werden wir keine Videoreihe oder ähnliches machen, weil ich genug lernen muss von dem guten Wolfgang. Der werde ich wieder die ganzen heißen Tipps und Tricks von der 30, 40 Jahre Schrauberlegende lernen. Ihr wisst alle gar nicht, was ich tue, so als würdet ihr wissen, falls ihr neu seid auf dem Kanal. Nein, es gab Wolfgang noch nicht auf dem Kanal. Wird es auch wahrscheinlich nicht geben. Doch, er war zensiert. Wir haben meine CL-Abgasanlage gestreckt. Jetzt nach oben. Nee, nach hier. Ja. Scheiße, ne? Mach mal. Jo. Nee, das ist das nicht. Naja. Ist ja aber oben. Egal. Du wirst so viele Kommentare bekommen. Wozu? Weil es einfach nur so ein aus dem Arsch gezogenes Video ist. Ja, aber besser so wie gar keines, weißt du? Nee, finde ich nicht. Findest du nicht? Nee, überhaupt nicht. Hallo, Front hier von meiner Freundin. Was los? Unterstützt sie mich? Oder haltet ihr zu meiner Freundin und sagt, nee, das Video war jetzt echt... Da hätte sie lieber kein Video machen wollen. Also immer lieber machen, als nicht machen. Das ist mein Lebensmotto, Schatzi. Und ich bin mal gespannt, was sie sagen. Naja, das Video wird generell nicht so viele Klicks bekommen, weil einfach nicht CL500 vorne ist. Allein, ja, das Emblem, da klicken die schon weg. Ja, aber mein Schatz, mir ist ja bewusst, hat gerade ein bisschen gedauert, dass CL500 besser geht. So, ich könnte mich jetzt auch, wir hätten ja auch nicht hinfahren können und einfach dieses Video nicht drehen können, aber also es wäre klüger für mich, nur CL500 zu bringen, das ist mir auch klar, weil das dem Algorithmus viel besser füttert, aber ich habe auch hier Bock drauf. Weil ich da Bock drauf habe, wie auf einen Dodge Pickup Truck, beziehungsweise eigentlich habe ich ja Bock auf einen Multivan. Kollege am besten machen. Batterie ist fast leer, aber ich habe hier noch, ihr wisst doch, der ganze Vorbereitete. Wollte hier nicht übernachten. Noch zwei Stück. Ja, schreibt mir gerne eure Meinung, nicht zu dem Video hier dazu, sondern eure Meinung zu dieser Motorentwicklung. Dass bei diesem T5 auf der höchsten Leistungsstufe eben
die Motoren so schnell kaputt gehen. Ihr wisst, mein Bruder fährt einen T4, der steht da vorne gerade abgemeldet, aber ist ja auch egal. Der hat jetzt 330.000 Kilometer. Das war das ehemalige, das war der Vorgänger von dem hier. Mein Vater hat den T4 gehabt, dann hat den T4 mein Bruder bekommen und hat sich dann den hier gekauft. Das muss schon urlange her sein, ne? Wie lange haben wir das Auto schon? Wir mit dem Auto 100.000 Kilometer gemacht? Komm noch mal rein, wir müssen noch mal kurz. Man muss hier einfach so schauen, lohnt sich das, ne? Und jetzt guckt euch mal die geile zwei Farbenkombi da drin an. Absolut geiles Interieur. So. Achso, mein Schatz, hier liegen deine Winterreifen. Das ist schön. Freddy hat sich schon gefragt, was das für Reifen sind. Hier schön Highline-Ausstattung, weil also das Ding ist komplett voll, fettester Motor, alles drin, was geht. Und ich will unbedingt wieder dieses Auto haben, damit ich hier meine CL-Teile schön durch die Gegend fahren kann. Weil safe, wenn ich so ein Auto hätte, könnte ich das safe doch den V8 M113 reinpacken mit dem Motorkran und dann durch die Gegend fahren, oder nicht? In einem Highline jetzt vielleicht nicht, aber in so einem bisschen kastigeren Wagen. Soll ich jetzt noch Story anfangen oder nicht? Wir sind mal 3 Monate gefahren, ohne dass die elektronischen Türen funktionieren, weil wir außerdem auf den Knopf gekommen sind, den man drückt, dass die Türen elektronisch abschalten, damit sie in der Waschanlage nicht aufgehen. Okay. Naja, schreibt mir eure Gedanken rein, was ihr von dieser Motorentwicklung von VW haltet. Ist schon ganz, ganz wild. Ist jetzt auch nicht unbekannt, falls ihr da mal ein bisschen selber im Internet recherchieren wollt. Deswegen kauft euch auf jeden Fall nicht so ein Auto, kauft euch lieber ein T4 mit Diesel. Da habt ihr locker 600.000 Kilometer 600.000 Kilometer, wie nennt sich das, nicht Kapital, sondern Budget, 600.000 Kilometer, bis der halt kaputt geht, meine Fresse. So, kleines dazwischengeschobenes Video. Ich hoffe, nächstes Video geht weiter mit dem CL Seitenspiegel, weil das Paket ankommt von Bartoschi Reno. Und dann würde ich mich bedanken fürs Zuschauen. Like das Video, checkt doch gerne meinen Kanal ab, damit ihr bessere Videos von mir seht und nicht hier so ein, wie meine Freundin schon gesagt hat, Wack-Video. Checkt heute Abend den Livestream aus, allererster Livestream von meiner Freundin. Und dann würde ich mich bedanken fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal.